Hallo und herzlich willkommen. Das ist jetzt nur ein kleines Infovideo. Ja, es geht nämlich so. Ich hatte vor, mit einem Kumpel einen Daisy-Server zu öffnen. Ja, nicht normalen Standard-Server, sondern normalen Private-Server. Ich habe nämlich die Map Namazeg, die habe ich komplett umgeändert. Ich habe eine Safe Zone habe ich geeditiert, rein editiert. Dann habe ich ja, also die Information zur Safe Zone habe ich auch rein editiert, dass man nicht in der Safe Zone schießen kann. Ja, und das momentan suche ich noch Leute, die ein Forum erstellen können. Also ich habe damit null Ahnung. Ich habe nur Ahnung mit dem Editieren und so. Ja, TeamSpeak, da werde ich mich auch erstmal drum sorgen. Tim, wake up. Ich werde für, ja, jetzt wurde ich angeschnupst bei TeamSpeak. Gucke ich gleich mal nach. Ja, ich suche dann noch Leute, die zum Beispiel jetzt die Base, die Safe Zone beschützen. Und ja. Es müssen schon mindestens 10, 11, 12 Leute sein, die die Safe Zone beschützen können, weil es könnte jeder eine vorbeikommen, die euch abknallen können oder so. Die Safe Zone ist relativ groß, es gibt Kühe, die können die töten, dann können die auch aushäuten und so, damit die was zu essen haben. Waffen haben wir, habe ich da. Medizin, ja auch sonst normales Dosenessen und Cola und Coke und so. Ja. Und sonst. Ja, was ist jetzt eigentlich? Der Server werde ich mit einem Freund überlegen, weil wir den öffnen. Das wird dann noch ein 12-Slot-TS3 Server dazukommen für 20 Euro bei game.de. Ja, und ich bin jetzt auch noch dabei, wie man mit dem 3D. Also, ich wollte jetzt noch ein Video dazu machen, wie man mit dem 3D-Editor in Arma 2 OA, ja, wie man damit eine Map editiert. Damit kann man auch Daisy Map installieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann nochmal wieder. Euer Mr. Jim Hardy Gameplays.